Ich komme nie wieder hierher zurück. Wir müssen reden. Dass ich zu diesen Ancianos mal aufgesehen habe. Verschwende deine Zeit nicht. Wir befreien El Este mit ihnen oder auch ohne sie. Du musst mit meinem Boss sprechen, Yelena. Und du musst dir aus der Nähe ein Bild von uns machen. Geh in El Agujero vorbei. Das ist die krasse Basis von La Moral en Concepción. Sag dem Türsteher Folgendes. Muerto el perro, se acabó la rabia. Ich sag Yelena, dass du auf dem Weg bist. Ist da jemand? Von Ron, ich bin in Concepción. Wo finde ich La Moral? Ich schicke ein Foto. Zeig es niemandem. Was schickst du mir denn? Es wird dir helfen, die Tür zu finden. Vergiss das Passwort nicht und denk dran. Ausgangssperre. Dass du hier bist. Zeig dich. Was hast du für mich entdeckt? Scheiße! Muerto el perro, se acabó la rabia. Willkommen in El Agujero. Versuch ein krummes Ding und ich reiß dir den Kopf ab und spiel damit Fußball. Oh, auch schön, dich kennenzulernen. Ich heiße Danny. Alfredo. Die Treppe runter. Oh, Hund.
Na, was haben wir denn da? Ich brauche 6 Freiwillige. Ich rede mit meinen Leuten. Die Leute von Jorge und Anna sind wohl auf dem Schiff. Bist du Yelena? Mierda. Dani, richtig? Wo ist die Medizin? Du meinst die von Libertad? Die habe ich den Legenden gegeben. Nein, du hast sie ein paar Rentnern gegeben, die auf irgendeinem Berg ihre Windeln vollscheißen. Was willst du bitte von denen? Wir brauchen mehr als Kugeln, um Guerilleros und Castillo auszuschalten. Die Arana lieben Legenden, ob's dir gefällt oder nicht. Clara Garcia liebt ihre Politik. Viel Glück, dass die Abuelos den Arsch hochkriegen. Wir könnten die Hilfe von La Moral gebrauchen. Weißt du, warum Clara nie von uns erzählt hat? Weil wir für sie nur Kinder sind, die mit Waffen spielen. Sie redet gerne über die Zukunft. Aber ihre, nicht unsere. Clara ist einfach ein Castillo ohne Schwanz. Du hast einen besseren Plan für Yara? Erst Kugeln, Politik später. Du sagst, du brauchst Freiwillige. Admiral Benitez hat uns vor ein paar Stunden überrumpeln können. Sie hält meine Leute auf einem Frachtschiff als Geiseln. Ich gehe. Allein? Verstehe ich nicht. Wir sind quitt in Sachen Medikamente. Rette meine Leute und ich denk drüber nach. Mhm. Wenn du rüber zum Schiff willst, auf der Finca Carbonell gibt es einen Bauern, der dich mit seinem Hubschrauber hinbringen kann. Sag einfach, du gehörst zu La Moral. Jemand von oben kann dir sagen, wie du dorthin kommst. Beeil dich lieber, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben. Bum, bum, na komm. Du hast gerade gesagt, dass Libertad die Rettung übernimmt. Wirklich? Libertad? Sieh mal an, du wirst Yara retten, oder? Das ist der Plan, ja? Ich kenne einen Bauern mit einem Hubschrauber, der dich zum Schiff fliegen kann. Folge mir. Du bist mein Liebling. Nimm den alten Girasol. Sei lieb zu ihm. Keine Sorge, ich tue dir nichts. Wow. Du gehörst zu Libertad? Ja. Ich glaube, es wäre großartig, wenn wir unsere Kräfte vereinen. Echt? Wir haben gekämpft und wir haben gewonnen. Aber Admiral Benitez wird immer mehr haben als wir. Töten wir einen Soldado, wird er morgen durch 3 andere ersetzt. Und wenn bei La Moral Leute sterben, kann man sie nicht ersetzen? Nein. Und zusätzlich versuchen die Bauern und Bürger nur zu überleben. Sie wollen... Schlauer. Wo willst du denn hin? Also, gut. Nein. Und zusätzlich versuchen die Bauern und Bürger nur zu überleben. Die wollen nicht kämpfen. Wir brauchen frisches Blut, richtige Krieger. Wieso fragt ihr nicht einfach die Legenden? Wir haben es versucht. Keiner von den Abuelos will kämpfen. Ein paar sollen sogar Castillo unterstützen. Beirrst du dich? Also, ich sehe keinen von ihnen kämpfen. Ich arbeite dran. Also, woher haben die Bauern denn jetzt einen Hubschrauber? Sie haben ihn aus Teilen von Abgeschossenen zusammengesetzt. Binga. Diese Bauern sind zu 100% auf unserer Seite. Und die anderen Bauern nicht? Manche schon. Manche halten zu Castillo. Denkst du, wir können sie auf unsere Seite ziehen? Wir werden sie brauchen. Das ist der einzige Weg, wie wir El Este befreien können. Vielleicht werden sie uns unterstützen. Was ist denn los? Willst du diese Leute retten? Such der Benitez. Heute will ich mit den Jugendlichen von El Este über die Terrorgruppe La Moral sprechen. Junge Leute wie ihr und sollten studieren. Ihr wurde dabei einer Gehirnwäsche unterzogen, um einen Kampf zu führen, der nicht der eure ist. Ihr wurde... Psst! Komm her! Yelena hat mich angefunkt. Du willst zu diesem Boot? So ist das. Steig ein. Ich heiße Calixto. Dani. Ich werde unterm Radar fliegen. Ich bringe dich so weit ran, wie es geht. Wo hast du fliegen gelernt? Ich hatte meine Grundausbildung als Pilot vor ein paar Jahren. Ich bin rausgeflogen, weil ich zu einem Hauptmann Scheißefresser gesagt habe.
Ich bin bei den Bodentruppen rausgeflogen. Wie sich rausgestellt hat, wird der Sargento nicht gerne in den Hals geboxt. Gut zu wissen. Ich habe dich noch nie gesehen. Seit wann bist du bei La Moral? Tja. Moment mal. Mir wurde gesagt, du gehörst zu La Moral. Diese Operation ist ein Gefallen. Ich bin von Libertad. Was kannst du mir über La Moral sagen? Kennst du dieses Dorf? Sie nennen es Maldito. Ist das wirklich so? Ja, hat irgendein Spanier 1400 irgendwann so benannt. Vor ein paar Monaten hat Admiral Benitez das Angeln für illegal erklärt. Die Leute haben protestiert. Benitez hat die Hälfte der Einwohner hingerichtet. Und was macht La Moral? Sie spüren jeden einzelnen Soldado auf, der die Hinrichtung ausgeführt hat. Und ich meine nicht im Guerilla-Dschungel-Auflauerkram-Sinne. Die haben die nach Hause verfolgt und ihnen die Kehle durchgeschnitten, während ihre Familien schliefen. Wie in Assassin's Creed. Diese Leute sind schlau, organisiert und kaltblütig. Malaka, ja? Das ist der Schaupass. Wir beobachten alle Militärkonvois, die hier langkommen. Und erstatten La Moral Bericht. Klingt nach einer straffen Organisation. Die wissen, was sie tun. Yelena ist besser organisiert als das Militär. La Moral steht hinter uns. Als Admiral Benitez anfing, gegen unsere Familien vorzugehen, ging La Moral gegen sie vor. Sie haben jeden Soldado getötet, der es gewagt hat, unser Land zu betreten. Bald darauf kam keine mehr. Das ist das Schiff. Weiter kriege ich dich nicht ran. Das ist super. Gracias, amigo. Dann wünsche ich dir viel Glück. Verstanden. Alles klar. Du willst das Beste sein, was La Moral zu bieten hat? Du bist ein Witz, wie du. Verteidigt euch! Findet das Ziel wieder! Die haben unsere Leute vorne auf dem Schiff gefesselt! Thank you.
Entfernung! Von Zinsen! Auch nicht mehr dagegen! Jemand. Jelena, ich bin auf dem Schiff. Ich habe so viele befreit, wie ich konnte. Hab Geduld. Ich schicke Boote und Verstärkung. Gracias. Hier spricht Admiral Benitez. An die falschen Jaraner. Ich habe euch Terroristas genau da, wo ich euch haben wollte. In diesem Augenblick sind Streitkräfte auf dem Weg zu eurem Standort. Ich empfehle euch, eure Waffen niederzulegen und einen letzten Blick auf eine Nation zu werfen, die euch nicht will. Anstatt Yara friedlich als Parias zu dienen, werdet ihr sterben. Gleich hier und jetzt. Vorwärts! Esso!
gebracht. Das Flugzeug gehört mir! Bleiben die Boote. Sie warten darauf, dass du den Luftraum räumst. Einer den Fliegern sagen, dass sie stillhalten soll. Verstärkung ist unterwegs, Libertad. Ach, Mann, ich hätte früher anrufen sollen. Sollten jeden Moment hier sein. Weiter so. Der Männer hat uns Boote gesteckt. Wir teilen uns Sicherheit. Sorgt dafür, dass sie alle sterben!